vorsichtig. Lass dich nicht ab. Oh, da steht Dr. Marcells Chauffeur. Don't cry for me, Argentina. The truth is... Hallo? Ist da wer? Ich suche lieber einen anderen Weg. Oh Gott, das ist so bescheuert manchmal. Das ist also geil. Don't cry for me. Verdammt, jetzt habe ich einen Ohrwurm. Wir machen jetzt mal Folgendes. Bitte mal kurz die Ohren zuhalten. Oh oh. So. Weiß ich nicht. Jetzt aber schnell durch die Türe. Ich hoffe, der ist auch noch draußen. So, und dann ganz schnell. Vielleicht können wir dann da vorbeizuppeln. Na los. Sag, dass der weg ist. Ja, jetzt können wir hier schnell lang brausen. Und hier ist niemand. Sehr schön. Und wir haben ja den Generalschlüssel. Ja. Ah. So. Ich speichere nochmal ganz kurz. Ich komme mir gerade vor wie auf der Flucht, aber das sind wir ja schon die ganze Zeit. Aber man wiegt sich so in Sicherheit aus der Gewohnheit heraus. Der Nock ist weg. Oh. Wer hat mal ihm auf die Hose geschrieben? Das frage ich mich ja mal. Ach stimmt, der Alumann ist ja gar nicht mit. Der ist ja hier wahrscheinlich. Er ernährt sich von der Monitorstrahlung. Das mache ich übrigens auch gerne. Deswegen bin ich so wohlgenährt, weil ich sehr lange, sehr oft vor dem Monitor speise. Hallo Alu, alte Socke. Ah, hallo Edna. Immer noch am Ausbrechen? Ja, ja, Generalschlüssel, tralala. Ach ja, ich frag mal rum. Warum isst du nicht in der Kantine? Die haben schon lange keinen Fernseher mehr in der Kantine. Es gab da diesen Zwischenfall. Ein Raum voller Irrer, scharfes Besteck und die E-Box. Glaub mir, das ist eine explosive Mischung. Okay. Hast du eine Idee, wie ich durch das Haupttor komme? Leider nein. Das Haupttor lässt sich nur über einen Knopf im Wachturm öffnen. Und mit dem Wachmann, der den Knopf bedient, ist nicht gut Kirschen essen. Es dürfte dir schwerfallen, ihn dort wegzulocken. Und dann ist da noch das Problem, dass wir hier sehr weit ab vom Schuss sind. Die Anstalt liegt auf einem Berg, weißt du. Und der einzige Weg fort von hier ist eine schmale Straße. Zu Fuß kämst du also nicht weit. Man hätte dich im Nullkomma nichts wieder eingefangen. Verdammt, verdammt, das wird ja noch lustig. Ich habe den Generalschlüssel. Wir können verschwinden. Nichts überstürzen, Kind. Weißt du denn überhaupt schon, wie du durch das Haupttor kommst? Ja, ich habe da mehrere Ansätze. Vor allen Dingen locke ich die Wache aus dem Wachturm und drücke auf den Knopf. Wir bauen uns einen Fesselballon aus Styropor und schweben davon. Wir nehmen reichlich Anlauf und springen über die Mauer. Wir bitten Vishnu, uns unsichtbar zu machen, schleichen uns vorbei. Wir öffnen ein Restaurant und kochen uns in die Freiheit. Wir besorgen uns ein Vehikel und tricksen den Wächter am Tor aus. Och. Wir besorgen uns ein Vehikel und tricksen den Wächter am Tor aus. Die Idee ist so verrückt. Die muss einfach funktionieren. Sag mir Bescheid, wenn du ein passendes Fahrzeug gefunden hast. Jetzt ärgere ich mich, dass ich die anderen Ideen... Warte mal, ich mach mal die anderen Sachen. Ich habe den... Nichts über... Ich geh mal die anderen durch. Wir bauen uns einen Fesselballon aus Styropor und schweben davon. Als hätten wir das noch nicht ausprobiert. Aber die Luft hier in den Bergen ist so dünn, dass das Styropor zu wenig Auftrieb bekommt. Da musst du dir schon etwas weniger Naheliegendes einfallen lassen. Okay, okay. Wir nehmen reichlich Anlauf und springen über die Mauer. An einer niedrigen Stelle. Wenn der Wind günstig steht. Hallo? Warum sagst du denn nichts? Sagen wir mal so. Ich will dir davon nicht abraten. Wenn es nicht klappt, solltest du es vielleicht als Signal werten. Vielleicht gehörst du dann gar nicht auf die andere Seite der Mauer. Wir bitten Vishnu, uns unsichtbar zu machen und schleichen uns vorbei. Das wäre ein prima Plan.
Wenn Vishnu nicht so sauer auf mich wäre. Ich habe mir in der letzten Jupiter-Phase seinen MP3-Rekorder ausgeliehen. Dann habe ich ihn beim Tofu im Schuppen in der Dusche liegen lassen. Das Wasser hat Vishnus Lieblings-Duplo-Sammelbild vom Häuser abgelöst. Heike Stenkröck aus dem schwedischen Olympiateam im Damenvolleyball 88. Es tut mir leid, aber Vishnu wird den Teufel tun, uns unsichtbar zu machen. Die Idee kannst du getrost vergessen. Ey, mal ganz ehrlich, wer lässt sich denn diese bescheuerten Texte alle einfallen? Das kann doch gar nicht sein. Auf so viel Mist muss man ja erstmal kommen. Also Hut ab. Unfassbar. Wir eröffnen ein Restaurant und kochen uns in die Freiheit. Keine schlechte Idee. Aber wo bekommen wir die Zutaten her? Ich feiere hier immer noch das Duplo-Sammelbild. Das ist einfach so geil. Wir besorgen uns... Die muss... Sag... Okay, so, jetzt aber... Ich komme dann später... Ich muss mir kurz ein Duplo kaufen. Ich habe noch ein Duplo in der Tasche, fällt mir gerade ein. Ich habe ein Duplo in der Manteltasche und habe vergessen, wo ich das her habe. Das hat mir irgendwer geschenkt. Wer hat mir dieses Duplo geschenkt? Wer war das? Tja, nun gut, gehen wir mal zur Tür hinaus und siehe da, es ist alles unbewacht. Ah, und hier können wir erfolgreich gar nichts tun, außer wieder rauszugehen. Endlich, das ist ja toll. Aber der Wäschelift ist ja eh abgeschaltet. Es bringt also nichts, wenn wir jetzt hier reingehen. Können wir uns höchstens nochmal die leeren Räume angucken. Hier, schön. Schade, der Wäschelift ist inaktiv. Blöd. Und die beiden Verliebten, sind die noch am Klo? Am Fummeln oder sind die... Nee, die sind auch weg. Lichtschalter, komm, dann können wir das Licht jetzt anmachen. Ach, nö. Mir gefällt diese Partystimmung. Was? Was sind denn das für Töne? So, ich klapper hier nochmal ein bisschen überall ab, ne? Wisst ihr ja, Klabuster, Klabuster. Und vielleicht gibt's ja hier irgendwo... Oh, unbewachte Wachsmalstifte. Nein, der Kugelschreiber ist um Klassen besser. Nimm die Wachsmalstifte. Darauf lässt sich leider nicht rumwachsen. Können wir irgendwas einwachsen? Darauf lässt... Mann, du alter Wachser. Worauf lässt sich denn rumwachsen? In diesem Bild malen Captain Unbrauchbar und Nützlich Boy eine Schatzkarte. Die kann ich dann in Risen 2 ausgraben. Aber die Frage ist... Guck mal, Harvey. Wachsstifte. Cool. Wie viele sind es? 2. Mist. Das reicht nicht aus, um auf Riesenmonstergröße heranzuwachsen. Such weiter. Tokio wird nicht ewig darauf warten, von mir plattgetrampelt zu werden. Wäre eine Idee für Edna 3. Tja, machen können wir... Auf den Wachsstiften rumkritzeln? So was Verrücktes! Buddy, 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 Buddy. Ja, dann mach doch einfach mal. Du kleine, liebenswert Bekloppte, du. Okay, das hat ja nicht so viel gebracht. Die Bar ist sowieso schon unbewacht. Ich gehe trotzdem an die Bar, ob sich da was verändert hat mit dem Kickertisch vielleicht. Man weiß ja nie. Hallo? Nein, der Barmann ist immer noch verschwunden. Guck mal, das Kaugummi vielleicht zufällig... Lieber nicht. Okay. Oder vielleicht... Lieber nicht. Okay. Oder vielleicht... Lieber nicht. Okay. Lieber nicht und Libanese. Machten eine Polonaise. So. Ich frage mich gerade, wie es wohl weitergeht. Wir müssen draußen den Wagen knacken. Ich vermute mal, oben wird jetzt das Stockwerk auch bewacht.
Ich speichere nochmal, vorsichtshalber. Boah, die Tastatur ist so doof. Ich finde da nie die Escape-Taste. Ich brauche immer wieder eine vernünftige Tastatur. So, jetzt gehe ich mal da hoch. Wird nicht bewacht. Na gut, vielleicht hier noch irgendwas. Der Alu-Mann ist weg. Das ist schon alles richtig verkabelt. Das weiß ich aus erster Hand. Okay, schade. Die Einstellungen sind korrekt. Das weiß ich aus erster Hand. Natürlich weißt du das. Guck mal, hier noch irgendwas. Nicht nötig. Alles unter Kontrolle. Was? Bitte nochmal. Nicht nötig. Alles unter Kontrolle. Die Wahnsinnigen. Der Helm. Können wir vielleicht... Das ist schon alles... Das war... Ich glaube, dann können wir hier nicht mehr viel machen. Tür. Ich würde ja gerne den Dr. Marcel auf den Stuhl setzen und dann mal so richtig... Brzzzt. Ich frage mich... Also erstens mal frage ich mich natürlich Folgendes. Zack. Ja. So. Haben wir das auch mal erledigt, dann können wir da auch lang... Und dann speichern hier nochmal, zack. Ob der Dr. Marcel hier drin ist? Nö. Offenbar nicht so. Können wir denn jetzt noch vielleicht hier so ein bisschen... Und vielleicht noch ein bisschen... Und vielleicht noch ein bisschen... Okay, viel mehr können wir hier, glaube ich, nicht machen. Der Wind ist ungünstig. Ich nehme an, da können wir auch nichts... Nein, niemand hat das Recht, Erinnerungen zu zerstören. Nicht einmal Dr. Marcel? Erst recht nicht Dr. Marcel. Okay... Nein. Und nein. Das ist alles das Gleiche. Können wir vielleicht das Fahrrad reparieren? Nein, nicht... Erinnerung neu justieren geht also auch nicht. Die Urne. Ja. Können wir mit dem Porträt reden? Haben wir das schon? Ach, Alfred, was ist nur passiert? Ah, Edna, Edna, Edna! Was? Du kleine Mistkröte! Ich bring dich um! Oh, ich meine natürlich, wenn du nicht schon tot wärst. Ja, ich glaube, das hatten wir schon. Ich gehe hier erstmal wieder. Ich glaube, wir konnten ja auch nicht viel machen mehr. Bin mir aber nicht ganz so sicher. Gehen wir mal zur Tür und sagen mal den Typen Bescheid. War das hier? War das hier? Es war nicht hier. Wo war denn der nochmal? Wo war der nochmal? War der vielleicht hier? Nein, offenbar nicht. War der vielleicht hier? Na also, dann können wir vielleicht mit dem Typ nochmal palavern, mit dem Schlüsselmeister. Hallo Prinzessin, kommst du voran? Kommst du voran? Und ob? Ich habe den Generalschlüssel. Na dann, lass mich raus. Und wir können zu Phase 2 meines Plans übergehen. Ehrlich gesagt, ich traue dem nicht sonderlich. Ich habe ein bisschen... Also, in meiner Rolle als Edna habe ich ein bisschen Bedenken und vielleicht auch ein bisschen Bammel, den jetzt rauszulassen, weil er so ein bisschen... Der wirkt gruseliger als die Waschmaschine.